Ich traf sie irgendwo allein im Damenklo. Anita. Die Kanzler. Eisdealer war voller Sonntagsfahrer. Oh ja, er zieht eine Fresse. Komm, Alter, ich fahre hier 43, grinse ich fälligst, genau, so. Flammkuchen oder sowas, sau teuer irgendwie. Da kriegst du so dünne Lappen hingefeuert. Wohlstand erneuern, du hast uns doch ruiniert. So, jetzt fahren wir die Straße runter und es ist links. Ich verstehe das nicht. Wie geht denn sowas? Was mir bei den Tukes nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Auspuff. Meine Damen, bitte aussteigen. Es ist ein Fußgängerüberweg. Baby, yeah, yeah. Alter, nee, ich dreh halt durch! Du einfach mal nicht weißt, ob du fahren sollst oder nicht, setz dich einfach drauf und dann wird's schon, passt das schon, das wird schon geil. Etwas gespeist. Jetzt geht's eigentlich erstmal an die eigentliche Fahrt. Die Strecke ist immer noch gesperrt. Alter, das ist doch schon seit letztem Jahr. Naja, gut. Wir sind hier in Deutschland. Da kann es schon mal selten in Fällen etwas länger dauern, bis eine Baustelle fertig wird. Ja, wunderschön, wunderschön. Im Sommer ist es dann nicht mehr so wunderschön, wenn du bei 35, 38 Grad in der Lederkombi unterwegs bist. Aber ich stehe auf Leder. Ich finde Leder schon recht praktisch, wenn du doch mal stürzen solltest wegen dem Abrieb. Und es sieht auch irgendwie lässiger aus. Ich meine, darum geht es jetzt nicht hauptsächlich, aber ich nehme es gerne mit, so das lässige Erscheinungsbild. Das Ding vibriert, Alter, das ist der Wahnsinn. Wie sie drinnen gesessen haben und rausgeklotzt.
traf sie irgendwo allein im Damenklo. Anita, Anita, schwarz war die Haare, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Baute uns ein Nest, wo sich's Leben lässt. Anita, Anita. Schaffen es, gib Gas, gib Gas! Da denkt sich auch, Alter, ein Wahnsinniger. Ja, ich bitte dich. Ja, ist ja gut, Junge. Reg dich nicht so auf. Bist du dumm oder was? Junge, dumm ist der, der dumm ist. Genau, und nicht andersrum. Was war das? Die hat manchmal so Allüren, Alter. Baby, was ist denn los? Zündung nicht richtig eingestellt oder was? Eine Brücke, meine Damen. Das nennt man Brücke. Da kommen gelegentlich Schienen darüber. Dass sogenannte Schienenfahrzeuge sich darüber hinweg bewegen können. So, nun wissen Sie Bescheid, hätten wir das auch geklärt. Ja, danke, Matze hilft auch immer wieder gern. Mit Rat und Tat. Anita. Oh, die Polilei. Schwarz war ihr Haar, die Augen wie zwei Sterne, so klar. Oh, es geht schon wieder los, Junge, aber es ist immer so. Mir geht's gut. Man merkt's, wenn ich anfange rumzuspinnen, geht's mir gut. Na, der erste Teil der Fahrt war ja so ein bisschen, ja, wusste ich ja noch nicht so richtig, wohin mit mir und so. Aber jetzt einfach fahren, das ist halt das Ding. Ich will einfach nur fahren, ist mir scheißegal wohin. Ich will Motorrad fahren. Da hat's mich ganz schön ausgehebelt. Bei diesem Scharlachloch. So eine Scheiße. Schalakloch, schalalalalalala, bum bum, schalalalalalalala, bum bum, schalala. Es ist auch mal wieder gut, Junge, nee, ich weiß nicht, kann für nichts garantieren. Ich kann heute Abend für nichts garantieren, wenn ich dich in meinen Armen halte, alte Spalte. Lell. Hier war ich früher mal
Das war mein, ich habe ja Landmaschinenschlosser gelernt und hier war halt so Schulung, also theoretisches, also normale Schule halt, so Lehrlingsschule. In der Praxis habe ich ja dann Karäten kaputt gemacht, repariert. Boah, hier Kaulitz-Menü, Alter. So, da. Kaulitz. Kauleiste, ja. Er nimmt mir die Freude an der Kurve, dieser kleine Schlawiner. Oh. Mal schnell einen kleinen Ausritt durch die Stadt. Im T-Shirt. Wir wollen dahin. Und jetzt wollen wir dahin. In einem unbekannten Land war eine Biene wohlbegabt. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, fette, dumme Biene Maya. Maya, 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 Maya. Ich mach Maya heute klar. Bum, bum, bum. Ob man das eigentlich hört, wenn ich hier vorbeifahre und mit mir selbst quatsche. Die das hören? Manchmal bin ich ja laut so. Und ich sage noch, wir dürfen nicht so laut sein, die Nachbarn hören doch alles. Ups. So. Hätte ich eigentlich noch geschafft, aber ach. Keinen Stress, Junge. Heute nicht. Sonntag ist stressfreier Tag. Oh, Alter, was ist denn das? Monsterauto. Irgend so ein Dodge oder was? Keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja von Autos keine Ahnung. Das ist, geht mir eigentlich sonst so am Bubsloch vorbei. Aber so, ich guck schon auch. Ja, Kajus. Siehst du auch nicht aller Tage so ein Ding. Meine Herren, meine Damen, bitte aussteigen. Es ist ein Fußgängerüberweg. Lässig fahren. Wir haben Zeit. Genieße die Zeit. Entspann dich. Schließe die Augen. Er war ein absoluter Basecap-Fan. Er hätte am liebsten 3 aufgesetzt. War doch ein Babe, oder? Ein Biker-Babe. Oh, Babe, Babe. Oh, Babe, Babe. Yeah. Yeah. Oh, Alter, nicht. Dreh halt durch. Gute Laune am laufenden Band. Da ist noch so einer. Hä? Ist hier ein Nest von den Dingern? Ja, so fahren wir wieder Bad Kösen. Da werde ich dann eine Cola trinken. Eine Qualmen. Und ja, dann wieder den Heimritt antreten. Ach, der Heimritt, ach, das deprimiert mich jetzt schon wieder, wenn ich an die Heimreise denke.
Und pünktlich bei der 70 werden wir langsamer. Wir droppen runter auf 70. Ja, so. Ordentlich fahren. Wir sind ein Vorbild. Wir haben schließlich eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Blinken nicht vergessen. Jawohl. Kurve fahren, bitte. Jawohl. Jetzt, ich weiß, der Appetit kommt beim Essen sozusagen. So ist es auch beim Biken. Wenn du einfach mal nicht weißt, ob du fahren sollst oder nicht, setz dich einfach drauf und dann wird's schon, passt das schon. Das wird schon geil. Na gut, dass ich gestern noch mal tanken war, glaube ich. Was habe ich gestern bezahlt? 1,95. Naja, ist ja auch nicht viel. Naja, 5 Cent pro Liter ist schon nicht so schlecht. Aber ach, wir haben das alles schon viel billiger gesehen. Ja, die Zeiten werden wohl vorbei sein. Gibt ja immer noch genug die diese wählen, die uns die ganze Scheiße hier eingebrockt haben. Da vorne die Fresse dort auf dem Plakat sehe, Alter. Da sind wir schon beim Richten hier. Wohlstand erneuern, du. Du hast uns doch ruiniert, du. Wohlstand erneuern. Verstehst du, das sind die Leute, die die Probleme schaffen, die wir nicht haben, hätten ohne die. Und die dann aber danach nach Lösungen suchen. Die es dann aber nicht wieder geschissen kriegen. Wohlstand erneuern. Wir hatten Wohlstand, du hast ihn ruiniert und jetzt willst du ihn erneuern oder was? Mutiger Schnitter. Gut, Männers und Frauens. Bis später.